Willkommen zurück, meine verehrten Farmer. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Fields of Mystria. Und im heutigen Part wollen wir anfangen, uns so richtig um unser Feld zu kümmern, damit unsere Farm langsam aber sicher mal ein bisschen Farbe gewinnt. Oh, was haben wir hier? Oh, Eiland hackt Holz. Beziehungsweise er fällt Bäume, bevor er Holz hackt. Ah, good morning, Phantasm. When I was here the other day, I noticed something suspicious about this tree. I believe it's covering old stonework. Oh ja. Ja, jetzt wo er es sagt. As head of the Historical Society, I thought I'd investigate, but this old bark is proving to be surprisingly tough. Historical Society? Aha. That is to say, Errol, Terifia and Ulrich, when he can remember. I'd be delighted if you joined us. Phew. I think I need a moment. Let me take a swing. Oh, by all means. Here you can have my eggs. Nice. Damit können wir jetzt auch das Kleinholz auf der Farm vermutlich wegmachen. Incredible. This is a statue of Calderus, the mythological guardian of Mystria. Our ancient ancestors used to worship statues like this one. What an incredible find. Shame about the head, but with a little help from the newest member of the Historical Society, I think we can see him as good as new. If you would, Phantasm. Wie machen wir das? Als ob wir das jetzt einfach so draufgesetzt haben. There we are. Don't you just love that sense of achievement? I believe that reconnecting with Mystria's past is the key to our future. This has been a most productive morning. Thank you for all your help. Please keep the eggs and do let me know if you stumble upon any intriguing archaeological finds yourself. So, wie auch im letzten Part, habe ich vergessen, im Hintergrund meine Steam-Downloads zu pausieren. Deshalb hatte ich gerade eine kurze Steam-Notification. Lasst mich das kurz pausieren und weiter geht's. Okay. Wir haben Post. Visit the Museum. Museum. Ich habe schon wieder Museum gesagt. Museum. Warum ist das so schwer für mich, Museum auszusprechen? Dear Phantasm, as the curator of Mystria's Museum, I am delighted to share that we have unveiled a series of tiered rewards to encourage donations to our collection. Please stop by the museum west of town at your earliest convenience. Errol. Die Sache ist halt, wir haben derzeit nicht wirklich einen Grund, dahin zu gehen. Weil wir noch nichts haben, was wir donaten können. Also, Wood. A piece of cut wood. Essential for many crafting receipts. Ja. Also meine höchste Priorität sollte erstmal sein, dieses Feld hier so anzubauen, dass ich jederzeit gut ernten kann damit. Ich könnte natürlich jetzt das Feld pflügen, aber solange wir keine Saat haben, die sollten wir uns als nächstes holen, bringen wir das nicht allzu viel. Oh, da ist so ein kleines Morgentreff da drüben, wie es aussieht. Dann würde ich erstmal sagen, schauen wir vorbei. Dann holen wir uns Samen. Und dann gehen wir weiter das Feld pflügen. Guten Morgen. Lady Maple welcomes you to Mystria and accepts tribute in the form of cash or snacks. Wow. Okay, you got me. I'm not Lady Maple. Yet. But I'll still accept any tribute in the form of snacks. Wow. Many insects live in trees. If you give the trunk a little shake, sometimes they'll come out to say hello. Ja, eigentlich wollte ich nicht mit seiner Bahn sprechen, sondern mit ihm selber. How's the soil quality of the old farm, Phantasm? Those fields have been fallow a good long while. I bet they're raring for some crops. Das ist korrekt und deshalb wollen wir ja auch welche. Okay. In Haydens Shop brauchen wir gerade nicht. Ich denke, später verkauft er uns Sachen für unsere Tiere. Aber derzeit haben wir noch keine und da mache ich das auch erstmal nicht meine Priorität. Wir haben Wildberries gefunden, sehr schön. Vermutlich ganz gut fürs Kochen.
Sollte ich einfach immer mal mitnehmen, denke ich. Und dann sind wir auch schon so gut wie am Museum. Hier oben. Dann sprich mit mir, Errol. Phantasm, welcome, welcome. I assume this is about my letter. Excellent. In my talks with Lord Island and Lady Adeline, they entreated me to concern myself with objects from antiquity, as well as to use the museum to showcase the many unique specimens of Mystria. To wit, if you could bring me not only your archaeological finds, but also the plants, insects and fish of the region. I believe together we can create a museum that's one of a kind. Yeah. Gerne. Indeed. I will display the items that you donate so that the visitors from far and wide can appreciate what Mystria has to offer. And do not think we would be ungrateful. There is a generous reimbursement policy set up by the Historical Society, renowned in all kinds of rewards. Would you like to view the museum tutorial? Nein, nicht wirklich. Ich denke mal, es ist selbsterklärend. Das heißt, wir bringen ihnen einfach von Zeit zu Zeit irgendwelche Gegenstände. Und diese werden dann zur Schau gestellt. Und wie er es ja schon gesagt hat, wir bekommen dann gewisse Belohnungen, wenn wir die Collection vervollständigen. Und ich denke, wenn ihr Animal Crossing gespielt habt, ich denke, es gibt vermutlich auch ein Stardew Valley, aber hauptsächlich Animal Crossing, dann wisst ihr, wie das System funktioniert und ich glaube, davon wird das jetzt nicht abweichen. Falls nicht, bringt ihn einfach irgendwelches Zeug und er wird sich freuen. Das ist vermutlich, wie es sein wird. What do you say, Phantasm? Can we count on you? Okay, let's get digging. Splendid. As an official surveyor, let me give you a small stipend to welcome you. Oh, isn't it? Dann gib mir mal ein kleines Stipendium von 100 Tesserae. Nice, nice, nice. Dandelion. Ja, ich habe ja gesagt, ich werde erstmal in die Stadt gehen. Und das sollte meine Priorität sein. So, zuallererst würde ich sagen, ja, wir können erstmal zu der Stadtmitte gehen und mit den beiden reden. It's always so fun having new people in town. We used to be a much livelier town back before the earthquake. I hope you're the first of many. I know you just arrived, but I wouldn't get too comfortable. Warum nicht, Mark? Was hast du gegen mich? I know what you're thinking. I wasn't expecting to spend my hottest years in this pro-dunk town, but here I am. Oh, just me? Du hast doch gesagt, dass ich mit 100 Tesserae hier in das Bathhaus gehen kann. Oh, you're here for the bath? Yes, you do look like you need one. Of course it will cost 100 Tesserae. Can you afford that? Ich denke, technisch gesehen brauchen wir es nicht. Aber ich würde es gerne einmal machen. Excellent. Right this way. Ich denke, unsere Wirtschaft wird sich von alleine ergeben. Und dann können wir uns das mal ein kleines Bad gönnen. Lüding. Nice. I hope you enjoyed your bath, but remember, if you feel any ill effects such as light headache, insomnia or sudden tail growth, it is merely a random coincidence. Nice. Okay, scheinbar gibt's immer nur... Oh, da schläft sie einfach ein. Sehr schön. Scheinbar gibt's immer nur eine begrenzte Anzahl an Dialoge, die man führen kann mit Leuten. Don't judge March by his first impression. Oh, damit ist Mark... March gemeint. Or his second impression. Or maybe his third impression. I guess you gotta judge him at some point. Fair. So, wir wollen erstmal in den General Goods Store. Oh, das ist die Klinik. Da wollen wir nicht rein. Guten Morgen. You can dig up artifacts with a pickaxe or a shovel. Either one works great. Ah, Phantasm. Hope you're not spending your early days here overworking yourself. Not all time has to be spent productively. Leisure is good for you. Das ist richtig. Leute, gönnt euch Pausen.
Es gibt keinen Grund, euch immer zu überarbeiten. I'm so happy you've taken over the old farm, Phantasm. It was long neglected. I can't wait to see what you do with it. Do a bro a favor. Talk to Ulrich. Rewards. One pickaxe. Das nehmen wir doch mit. Request for wood. Can someone bring me some wood to help us restock? Ja, gerne. Easy request. Und, ah ja, wir haben, das habt ihr nicht gesehen, weil ich das aufgemacht habe. Ich habe halt im Prinzip einfach nur die Summary weitergeklickt. Und mein Town Rank ist ein bisschen angestiegen. Und dafür habe ich diese kleine Belohnung bekommen, die ich jetzt natürlich abhole. Wir wollen aber erstmal in den General Goods Store. Und schauen wir mal, was die Saat hier so jeweils kostet. Turnip 25. Ah ne, das, ja doch. Und eine ausgewachsene Turnip bringt uns 40. Kartoffel 75, 6 Tage. Salat 9 Tage, aber 180. Dann haben wir Daffodil. This fast growing spring flower can be harvested once. Okay. Und Tulpen. Wird wohl Zeit für einen kleinen Wirtschaftscrash. Zucker. Oil. Okay, das sind alles so Sachen, die ich jetzt noch nicht brauche. Potted Plant. Oh, damit kann ich mein Haus ein bisschen aufarbeiten, denke ich. Nicht, dass ich das derzeit brauche, aber... ich würde sagen, weil eine Cabbage, eine einzige Cabbage, uns so viel bringt, will ich definitiv mindestens eine haben. Das ist so ein kleiner Rückhalt für eine Woche später. Und dann würde ich den Rest jetzt einfach mal ein bisschen mixen. Wir haben jetzt noch 80 zur Verfügung. Das heißt 45, 65, 80, 120. Das ist zu viel. Hm. 40, 60. Dann 1, 2 und 1 und damit sind wir erstmal pleite. Oh. Das ist ein bisschen unlucky. Okay, jetzt ergibt das Ganze schon mehr Sinn. Wir haben gerade noch die Purse eingelöst, das heißt, ich kann jetzt noch mehr Sachen kaufen. Den Dandelion will ich wegwerfen. Wait. Menüführung ist gerade noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, okay. Das will ich wegwerfen. Und dann haben wir noch Platz für zwei Sachen. Wir brauchen jetzt noch eine Sache. Es ist ein bisschen unlucky gerade, timingtechnisch gewesen. Ich habe nicht mitbekommen, dass unsere Tasche schon voll ist. Und ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob wir... Warte, können wir hier verkaufen? Ja. Ich will schauen, ob wir verkaufen können. Nee, können wir nicht, oder? Nein, schade. Ich will natürlich die Saatgut jetzt nicht hier liegen lassen. 15 ist aber noch vertretbar, also lass ich es liegen. Schau, ob es respawnt. Ja, tut's. Okay, das heißt, wir können es später noch abholen. Alles klar. Dann gehe ich erstmal kurz zurück zur Farm. Und lager erstmal aus, was ich gerade nicht brauche. Oder liegt noch eine Dandelion? Schön, schön. Und dann würde ich sagen, gehen wir zurück, holen uns unser Saatgut zurück und danach hacken wir Holz. Die Suppe können wir auch erstmal hier hin tun. Gut. Ach, wisst ihr was? Pflanzen wir einfach schon mal das Saatgut, was ich hier gerade habe. Hier dich. Hier dich. Und hier dich. Und hier dich. So, damit haben wir nämlich das auch gleich erledigt. Und wenn wir einmal hier sind, holen wir uns noch ganz fix das Holz, was gefordert ist. Dann können wir nämlich einen Aufwasch daraus machen. Und dann sparen wir uns das in den Herren, denke ich. Muss natürlich aufpassen. Die Ausdauerleiste, die hält natürlich nicht ewig. Wenn ich das Saatgut dann habe,
Dann kann ich wieder zurückkommen und das alles wässern. Bing, bing, bing. Und wir haben die Wood-Quest jetzt erledigt. Wir haben auch noch ein bisschen Wood in der Rückhand. Nicht, dass wir es benötigen würden, aber wer weiß, vielleicht wollen wir ja später selber ein bisschen craften. Derzeit ist das ja noch nicht essentiell. Oh, wir nehmen die Wildberries natürlich mit. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Wisst ihr, als ich damals Elden Ring angefangen habe zu spielen, habe ich jeden einzelnen Gegenstand, den ich gesehen habe, sofort mitgenommen. Oh, das ist Selines Cottage, das wollte ich nicht. Eins höher. Brauche wahrscheinlich noch ein bisschen, um mich in der Stadt richtig einzufinden. Ist ja nicht schlimm, ich bin ja zugezogen, nicht wahr? Okay. Oh. Apropos, wer ist denn da? Hi Phantasm, can I help you find anything? We just restocked. Das ist nett. Ich meine, wir können uns natürlich noch ein paar weitere Sachen gönnen. Noch zweimal Kartoffeln und einmal Tulpe. Ja. Machen wir das. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal kurz in unsere Quests. Blue Bro Favor. Ah ja, mit dem müssen wir noch im Detail reden. Ulrich ist der Schmied. Und... Wait. Ach, Len. Okay, wo genau ist Len? Landon ist der, der abseits wohnt, nicht wahr? Ja. Oh, kann ich den von hier oben erreichen? Ich glaube, den kann ich von hier erreichen. Dann gehe ich nämlich erst zu ihm. Genau, hier über die Brücke. Und würde ihm dann einmal das Holz geben, was ich in der Tasche habe. Guten Tag. Yep. Thanks, Phantasm. This is a big help. We were going through our stock of wood even faster than anticipated. Here's your reward. Danke. You know, Phantasm, I admire that you've taken over the old farm. Thought about it myself, but I lived too much by the seat of my plans. Have you made any friends yet? My nephew Rias also moved here pretty recently. Bet you two would get along on like a house on fire. Das ist eine wilde Metapher, mein Freund. Okay. Dann würde ich sagen, oh, die Dandelion nehmen wir natürlich wieder mit. Alles so Kleinkram, den wir mitnehmen können, der uns ein bisschen über Wasser hält, denke ich. Und hier ist die Kindergang. Find me another frog. I'm on it. I keep telling you, the story says that it will only work if you're a princess. Come on, I want to play Pirates instead. Das ist eigentlich ziemlich cute dafür, dass es so, ich sag mal, nerdy Charakter ist. Gibt es noch irgendwas, was ich speziell machen möchte? Ich glaube nicht. Gehen wir einfach zurück auf die Farm. Oh, sounds nice, isn't it? Randomness can be a little overwhelming at first, but you get used to it. Ja, und dann geht's ihn. Oh, it's you. If you need help with your new garden... Go bother someone else, I'm busy. Ist ja gut, Meister, ist ja gut. I'm on a tear today. Sometimes leaving my office really helps open my frame of mind. Das ist richtig. I know you've only just moved to town, but I was hoping you could keep an eye out for Celine since you're just down the road. She's only recently moved out of her own place and the mother worries. Ja, und da sagst du es natürlich zu dem random neuen zugezogenen Dude. Hey you, how are you liking the town so far? Let me know if you need anything. I'm sure you get settled in no time. Now that you've moved to Mystria, it's only a matter of time before my oldest will have you taste testing her dishes. Rainer gets everyone eventually. Ich meine, nichts, wo wir jetzt sagen, oh, das ist schlimm oder so. You must be working so hard down the farm, Phantasm. Are you eating enough? Sleeping enough? Don't stay up too late.
Wir haben bis 2 Uhr morgens Zeit, also bitte. Genau meine Zeit, um ehrlich zu sein. Keep an eye on the request board. I occasionally post jobs that are more suited to an adventurer like yourself. I can assure you that they'll be lucrative for both of us. Oh ja, stimmt. Jetzt wo du sagst, wir müssen noch hoch zur Schmiede. Gehen wir noch zur Schmiede und dann gehen wir zurück auf die Farm. Ich habe nämlich vergessen, dass wir ja noch die eine Request haben, bei der wir ja mit ihm sprechen müssen. Wait, das ist nicht die Schmiede. Ist das die Kirche? Ich glaube, das ist die Kirche. Ich wusste nicht mal, dass die Stadt eine Kirche hat, aber es ergibt Sinn. Okay, dann sprich. Thanks for taking my request, Phantasm. Now, where did I put that pickaxe? Eine Pickaxe. Damit haben wir doch fast alles, ne? Dann fehlt uns nur noch das Fangnetz. Ah, here we are. So, you must be the blacksmith. I just help out around here. I actually used to be a miner. Then the earthquake hit and we had to close the mines. If you want to know more about the mines, you should talk to Errol. He used to be the mines foreman, but now he's our museum curator. I respect him a lot. He's way chiseled. Ich meine, wir haben Errols Haus gesehen. Und ja, es ergibt Sinn, dass er der ursprüngliche Miner war hier. Aber derzeit, ich weiß nicht, ob Mining auf unserer Tagesordnung stehen sollte. Oh, that's right. I wanted you to have my old pickaxe. Breaking rocks is a great way of getting toned. It's a little old, but you should be strong enough to break small rocks. If you want a stronger pickaxe, you will have to forge it. Or buy one from us here. I'm glad you'll be putting this one to good use. These days, I help out my little brother March around our family forge. He's a great blacksmith, but... he's a little... well... not, like, great with other people. Ulrich, are you out here? I need... Huh, what are you doing here? Hi, Mark. Well, enjoy your chit-chat with my brother. But try not to waste too much of his time. Ulrich, come to my room when you're done. I need you to look over a blueprint. Sorry, he doesn't mean it. So, as for my favor. If you could, like, give March a chance, that would be way cool of you. He doesn't have a lot of friends. I'll talk to you later, Phantasm. Ja, solche Menschen sind zwar nicht einfach im Umgang, aber in der Regel ist es nicht schlimm, tatsächlich mit denen irgendwie was zu machen. Vor allen Dingen, wenn sie dann zu einem aufwärmen. A worn but still serviceable pickaxe, used to break smaller rocks and excavate dig spots. Okay. So, dann wollen wir mal zurück auf die Farm. Hat ja lange genug gedauert. Wir haben ja noch eine ganze Menge Saatgut, das will ja erstmal eingepflanzt werden. Und dadurch, dass wir jetzt die Pickaxe haben, können wir auch ein paar von den kleinen Steinen beseitigen. Aber erstmal, wir haben 4 Stück. Das passt ganz gut. Zack, 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 zack. Ist zwar alles jetzt wild durcheinander, hat keine Ordnung, aber es sollte nicht stören. Bam, bam. Ich hoffe, dass wir irgendwann so eine Gießkanne wie in Harvest Moon bekommen, wo wir einfach einmal so schütten und dann eine ganze Fläche mit Wasser eindecken. Da, da, da. So, einmal alles gewässert. Sehr schön, sehr schön. Dann würde ich einmal diese Sachen hier lagern. Und ich glaube, eine unserer größten Prioritäten sollte werden, einen größeren Rucksack zu bekommen. Weil das ist ziemlich schwierig mit den wenigen Items, die wir hier haben. Ich denke, ich könnte sogar alles, was ich hier habe, einmal ins Museum geben. Vorausgesetzt, Errol würde das entgegennehmen. Ich denke, alles, was da oben so ein kleines Haussymbol hat, das ist vermutlich, was wir ins Museum geben können. Also den Wild Leek hier oder den Fennel. Aber vermutlich nicht den Middle Mist hier. Müsste ich einmal ausprobieren. Aber nicht jetzt und nicht heute.
Apropos nicht heute, wir sind schon bei 25 Minuten. Die Zeit vergeht, wenn man arbeitet. Und ich bin mal gespannt, wohin uns unser kleines Farming-Abenteuer noch führt. Das war's erstmal für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, macht's gut.